Hallihallo, ja, das ist jetzt wieder einer von euren Tripberichten. Ja, ich werde das jetzt so machen, dass ich diese Tripberichte dann auch eure Tripberichte nenne. Und ja, die Person hat zwar jetzt nicht geschrieben, dass ich sagen soll, dass sie anonym ist, allerdings, da doch sehr persönliche Sachen drin sind, sage ich mal, der Tripbericht ist von anonym, weil ja, ich möchte jetzt auch nicht, dass solche Sachen dann unbedingt an die große Glocke gehängt werden, weil die Person halt auch im Discord-Server ist, soweit ich weiß. So. Voll auf Tilidin. Von Anonym. Das ist kein Bericht über eine Erfahrung, sondern über einen mehrere Monate alten Abschnitt meines Lebens. Zu dieser Zeit war ich 17 Jahre alt und hatte schon mit allen verbreiteten Stoffklassen Erfahrungen gemacht. Jedoch waren Opiate die einzigen Drogen, mit denen ich nicht gut umgehen konnte. Dazu habe ich mit Blütenhandel mein Geld verdient, wodurch ich sehr günstig an alles Mögliche rankam. Alles fing an, indem ich mir an einem Montag einen Blister 200 Milligramm Tilis geholt habe. Tilidin war einfach die perfekte Droge für mich, passte wie die Faust aufs Auge. Mein ADHS war wie weg, ich fühlte mich einfach nur gut. Durch meine gute Laune waren alle Menschen freundlich zu mir. Vergleichbar mit einer geringen MDMA-Dosis, würde ich fast sagen. Ich konnte mit meinen Eltern besser reden und war auch deutlich besser in der Schule. Jedoch war Freitagmittag der erste Blister leer. Ohne darüber nachzudenken, kaufte ich mir direkt 5 Blister à 10 Tabletten. Nach 2 Wochen fing ich auch an, Kratom dazu zu konsumieren. 5 bis 15 Gramm, 2 bis 3 Mal am Tag. Und ich pendelte mich auf 3 Tilidin pro Tag ein. Schon nach einem Monat war die Euphorie komplett verschwunden und ich wurde emotional immer stumpfer. Ohne eine Tili und Kratom am Morgen war ich stark gereizt und sehr unruhig. Durch mein junges Alter war ich aber noch nicht in der Lage zu erkennen, dass ein Schlussstrich jetzt dringend angebracht wäre. Also führte ich den Konsum fort und erhöhte meine Dosis Kratom immer weiter. Das geht bei Tilidin nicht durch den Naloxonanteil. Ein Problem war der Sex mit meiner Freundin. Durch Opiate ist es schwer zum Orgasmus zu kommen, weshalb ich diesen tatsächlich meiner Freundin vorgespielt habe. Die hat bis heute auch nichts davon mitbekommen. Ein einschneidendes Erlebnis, das für mich durchaus tödlich hätte enden können, war mit Tilidin, Oxycodon und Alprazolam. Ich saß gelangweilt in meinem Zimmer und wollte mir eine starke Dosis geben. Also schluckte ich eine 20 Milligramm Oxy und eine Alpra. Nach 40 Minuten war ich eigentlich völlig verballert, jedoch war es mir durch meine Sucht immer noch nicht genug. Also schmiss ich noch eine Oxy und eine 200 Milligramm Tilly nach und zog, ja, völlig behindert, 2 Alpras mit je einem Milligramm. Ich legte mich auf mein Bett und wachte am nächsten Mittag um 12 Uhr auf. Ich war fast 24 Stunden weg. Da mein Zimmer noch ordentlich war, muss ich wirklich die ganze Zeit auf meinem Bett gelegen haben und falls es einen Gott gibt, muss ich diesem auf jeden Fall danken, dass ich heute noch lebe. Im dritten Monat des Konsums fing ich selbst mit Opiaten an, schnell aggressiv zu werden und durch das immer stärker werdende Orgasmusproblem entschied ich mich dazu, von jetzt auf gleich mit dem Konsum aufzuhören. Der Entzug. Körperlich kann man sich einen leichten Opiatentzug wie eine mittelstarke Grippe vorstellen. Zwar unangenehm, aber aushaltbar. Das Schwierige ist jedoch die Psyche. Der Kopf schreit nach dem Wundermittel. Du weißt, dass jede Situation mit Opiaten besser und schöner wäre. Alles ist grau und leblos. Selbst Hobbys werden uninteressant und alles wird einem egal. Außer das gottgesandte Opiat. Man ist müde, aber unruhig zugleich. Man kommt einfach nicht an, als würde man etwas suchen, aber nicht finden. Dieser Effekt hielt ca. 2 Monate nach Konsumstopp an. Jetzt, 2 Jahre später, konsumiere ich Kratom. Ca. 5 bis 10 Gramm, 2 bis 3 Mal am Tag. Meine persönliche Meinung. Ja, also erstmal gut, dass er damit aufgehört hat, weil Tilidin ist ja doch schon, ja, ein bisschen heftiger, sag ich mal, als Kratom. Und er hat auch auf jeden Fall Glück gehabt, weil, ja, er hätte sich ja wirklich fast umgebracht. Also Oxycodon mit Tilidin, mit Alprazolam, also Benzos und Opiate zusammen, das ist wirklich eine saugefährliche Kombination. Wirklich, da hat er wirklich einen Schutzengel, weil ja, das kann auch schnell mal tödlich enden. Und 24 Stunden wegzupennen, ja, da ist er wohl wirklich knapp daran vorbeigeschlittert, sag ich mal. Aber es scheint ihm ja jetzt auch wohl besser zu gehen. Also, mein Gott, Kratom konsumiere ich auch ab und zu mal. Ja, das ist halt kein Vergleich zu, sag ich mal, richtigen Opiaten oder halt, ja, Benzos oder Oxycodon oder so. Also alles richtig gemacht. Ja, ansonsten, es gibt jetzt einen permanenten Link für den Discord-Server. Da war ich jetzt dieses Wochenende auch schon einmal drin und habe mich 1,5 Stunden mit euch unterhalten. Also mit 5 von euch, die halt da waren.
Aber das werden wir jetzt jeden Sonntag so machen. Da bin ich dann immer mindestens eine Stunde dann auf dem Server von 16 bis 17 Uhr. Also das könnt ihr euch schon mal in euren Kalender reinschreiben. Immer jeden Sonntag 16 bis 17 Uhr. Und ja, ich freue mich auf nächsten Sonntag. Ansonsten lasst einen Kommi da, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.